Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Montag, den 22. Herbst und wir werden heute ausgiebig den Vulkan-Dungeon der Ingwerinsel erkunden. Ja, heute mal mit richtig viel Zeit, denn wie ihr wisst, haben wir hier auf der Insel eine wunderschöne kleine, ja, Ferienwohnung bezogen. Ja, liebe Leute, ich freue mich riesig. Also, los geht's. So, was sagt denn der Wahrsager zum heutigen Tag? Heute bräuchten wir ein bisschen Glück. Oh, sehr schön. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Ja, das passt ja, ne? Außerdem läuft Leben vom Land. Heute Fischfokus. Waldspringer, Sandfisch und Skorpionkarpfen. Der Waldspringer lebt anscheinend nur tief in den Wäldern. Ja. Wer hätte das gedacht, ne? Der Sandfisch und Skorpionkarpfen können nur in Wüstenoasen gefunden werden. Ja, auch sehr, sehr passend. Okay. Bevor wir in Richtung Dungeon gehen, werde ich mir noch ein Totem craften. Warum? Ganz einfach. Zum einen will ich schnell aus dem Dungeon abhauen können. Und zum anderen will ich sowieso am Ende des Parts zurück zur Hauptinsel, denn ich glaube, wir können morgen ernten. Also Preiselbeeren ernten. Ja, schauen wir mal, ne? So oder so sind diese Totems ja immer sehr, sehr nützlich. Also wir werden davon profitieren, dass wir so ein Ding dabei haben. So, brauche ich noch was aus der Kiste? Ja, so ein bisschen Essen wäre ganz gut. 5 Omelettes, ja, sollte reichen, ne? Gemüseeintopf, pinke Torte, Ahornriegel, plus 1 Minenarbeit, genau. Kekse. Ja, ich nehme mal so 10 Espresso-Tassen mit, wobei ist ein bisschen übertrieben, aber... Ja, das sollte in Ordnung sein. Achso, und ich packe das Totem mal ein bisschen weiter nach unten. Nicht, dass ich mich aus Versehen irgendwohin teleportiere. Das wäre schon blöd. Ja, ich glaube, dann sind wir ganz gut vorbereitet, ne? Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Ich ignoriere die Gegner jetzt aber auch teilweise einfach mal. Ja, wobei, komm, dich mache ich platt. Ah! Holy moly! Ich werde übrigens auch an den Erzen vorbeilaufen. Größtenteils. Also mein Fokus liegt wirklich auf Erkundung, nicht auf Erze sammeln. Nur mal so als Info. Falls ihr euch wundert, wenn ich irgendwo dran vorbeilatsche. Das mache ich extra. Ah! Ein Roboter! Alter Schwede! Hey! Oh, da vorne ist eine Kiste. Schon kommt der erste Gegner. Boah, bleibt mir fern. Hey, oh, eine goldene Walnuss. Sauber. Und noch eine goldene Walnuss. Ja, läuft bei mir heute. Und noch eine. Alter Schwede. So, Ebene 2. Diese Flammen, die sind übrigens super nervig. Also, boah, die sind schon fies. Ich glaube, ich sollte auch mal so einen Lavaspucker töten. Ey, was? Wie weit kann der denn ballern, bitte? Na komm her, lass dich töten. Sehr schön. Knochenfragment. Boah, die haben so viel HP, die Gegner. Oh, so viele Flammen. Mann, lasst mich in Ruhe. Na, ich muss auch ein bisschen auf meine Energieleiste achten. Ich heile mich lieber mal voll zwischendurch. So, was haben wir hier?
Da oben komme ich nicht durch. Ich muss erstmal einen Schalter aktivieren. Boah, Mann! Geht ihr mir auf den Keks? Ach Quatsch, jetzt noch eine dritte, oder was? Das ist aber auch Hardcore hier. In Ordnung. Na, noch lebe ich ja. Hey! Und noch eine Walnuss. Tja, wo ist hier ein Schalter? Och, und die nächste Flamme angelockt. Was? Spawnen die nach, oder was? Boah, ich brauche hier so viel Nahrung. Ich sehe aber den Schalter, Leute. Okay, weg hier. Das war ja eine furchtbare Ebene. Alter Schwede. Ja, ich brauche noch mehr Futter, ne? Naja, 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 naja. Flamme, Flamme. Also zwei sind okay. Also drei. Boah, jetzt vier, oder was? Wobei, wenn die aus einer Richtung angreifen, dann ist es auch noch machbar. Aber wenn die einen so umkreisen, dann hat man halt echt Probleme. Wo ist hier der Ausgang? Will raus! Ah, sehr schön. Ebene Nummer 4. Ja, und die nächste Flamme natürlich. Da oben ist Iridiumerz. Ja, das kann ich nicht liegen lassen. Das brauche ich auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mich nochmal zwischenheilen. Oh, natürlich ist genau da dann so ein Roboter drin. Boah, hier kann ich ja gar nicht langlatschen. Ey, boah, ist es schwer. Und noch mehr Flammen. Jetzt wollen sie mich aber hier fertig machen, oder was? Vor allen Dingen, der Roboter, der fliegt mir immer noch hinterher. Was ist denn los mit dem? Der ist ja super aggressiv. Jetzt bin ich wesentlich schon mal hier. Kann ich hier nicht irgendwo flüchten? Auf eine andere Ebene? Angst, dass ich jetzt hier noch so einen Roboter beschwöre. Boah, das ist hier so ein Flammenviech. Boah, die nächste Ebene, ich kann es nicht glauben. Ja komm, dich mach ich Platz. Ah, weg mit dir. So,
Alter Schwede. Hey! Oh, was? Fünf Walnüsse, Abkürzung zum Ausgang. Ja, könnte ich... Ja, soll ich das machen? Ich quatsch erstmal mit ihm hier. Hey! Dieser Berg war die Heimat meiner Vorfahren. Jetzt leben wir in den Ruinen ihrer großen Zivilisation. Aha, ein weiterer Zwerg. Boah, Zunderclown-Schuhe. Diese magischen Schuhe gehörten einem berühmten Zwergennarren. Plus 6 Verteidigung, plus 5 Immunität. Ja, dann haben wir hier Bomben. Oh! Oh, Warptotem Insel. Das ist natürlich super gut. Ginger Ale. Rezept nehme ich auch mit. Super Mahlzeit. Boah, plus 40 maximale Energie, plus 1 Geschwindigkeit. Boah, ist natürlich auch ganz geil, ne? 1, 2, 3, 4, 5, komm her damit. Ein paar Bomben nehme ich auch mit. Okay. Ja, ich hoffe, die Abkürzung führt dann auch wieder hier hin. Oh! Boah, hab ich mich erschrocken. Ich hoffe, die Abkürzung führt auch wieder hier hin. Also ich hoffe, man kann direkt dann ab Ebene 5 anfangen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Die Abkürzung aus dem Vulkan nehmen. Ja, also ich denke mal, man kommt dann aber nicht wieder hierher, ne? Wir gehen erstmal so weiter. Das können wir ja wann anders mal ausprobieren. Und noch eine Walnuss. Oh, Iridiumerz. Und eine goldene Flamme. Cool, werden die Gegner jetzt noch stärker, oder was? Ja, stimmt, war ein bisschen zu leicht bis jetzt. War mir viel zu leicht. Ey, die ist abgehauen. Oder war das eine seltene Flamme? Ne, da ist sie noch. Hallo. Nee, es ist keine seltene Flamme. Es ist einfach nur die stärkere Variante. Ey, ich brenne! Ja gut, ich meine, was habe ich erwartet, ne? Aber. Boah, die sind ja hardcore, die Viecher. Na, da geht's auf die nächste Ebene. Okay, Ebene 7. Und es geht mir noch relativ gut, würde ich sagen. Ein bisschen auf meine Energie achten. Ebene 8. Keine Ahnung, wie weit das hier geht übrigens. Da war gerade ein Maulwurf, der sah irgendwie ein bisschen special aus. Oh Mann! Mein Inventar mal ein bisschen umorganisieren. So, das Schwert muss neben die Picke und daneben muss auf jeden Fall Essen, damit es schnell geht. Boah, ist das übel. Ja, ich brauche definitiv noch mehr Essen, wenn ich hier unterwegs bin. Oh, jetzt bin ich richtig schnell. Ich habe 2 Speedbuffs anscheinend. Oh, was ist das hier? Crazy! Ich renne jetzt einfach durch. Ich weiß, da war ein riesiges Skelett, aber ich renne trotzdem durch. Oh, was ist jetzt los? Ebene 9? Ein Dungeon im Dungeon, oder was?
Hier gibt es auf jeden Fall relativ viel zu entdecken. Also anscheinend. Oh, ein Diamant, einfach so. Da oben ist eine riesige Truhe. Oh, was war das denn? Ach so, ah, da kriegt man Schaden, glaube ich, ne? Oh, 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 alter Schwede. Okay, wir schauen uns die Ebene noch ein bisschen an. 22.10 Uhr, ja. Ansonsten gehen wir auf die nächste noch. Boah, ich liebe diesen Dungeon einfach nur. Das ist ja so cool. So, aber hier muss ja irgendwo noch ein Schalter sein. Ach, da. So, was hat der jetzt aktiviert? Wir kommen an die Truhe ran. Phönixring und goldene Walnuss. Gewinne einmal am Tag Gesundheitspunkte, nachdem du im Kampf ohnmächtig wurdest. Was? Ist ja voll OP. Okay, krass. Ja, dann. Den rüste ich aus. Okay, der ist ja richtig gut, der Ring. Oh, oh, oh. Es gibt keinen Grund, da links noch weiterzugehen, ne? So, Ebene 10. Nee, doch nicht! Prismatische Scherbe! Was? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Was? Platziere die Waffe oder das Werkzeug in den linken Schacht. Platziere den Edelstein in den rechten Schacht. Du kannst auch zwei Ringe platzieren. Was? Was? Platziere die Waffe in den linken Schacht. Platziere den Edelstein. Umschmieden. Ja, dann nehme ich einfach mal hier die prismatische Scherbe, ne? Galaxieschwert, prismatische Scherbe und was jetzt? Ach, ich brauche 20. Also jetzt brauche ich 20 Schlackenscherben, um hier was zu machen. Du stellst her, Galaxieschwert. Hä, aber was? Ach so, ah, da unten ist so ein Fragezeichen. Da kommt anscheinend irgendein Effekt dazu. Was haben wir jetzt dazu gekriegt? Vampirisch! Ey, jetzt kann man hier umschmieden, oder was? Nein, ist das geil. Ey, das ist ja... Ey, Leute, das ist ja so cool. Schon wieder ein neues Feature. Ja, man muss nur leider halt durch diesen Ultra-Dungeon durch, aber dann... Boah, das ist ja so cool. Oh, Leute. Das ist so cool. Immer wenn ich denke, ich könnte das Spiel nicht noch mehr lieben... Ey, das war ja mal mega der erfolgreiche Tag heute. Ja, da können wir anscheinend dann wirklich alles verstärken, ne? Wir brauchen nur mehr prismatische Scheiben. Scherben? Scheiben, Scherben, Scherben. Ach, das ist eine Abkürzung nach oben. Quack, 5 Walnüsse, Brücke bauen. Ach so, dann kann man hier eine Brücke bauen. Da kommt man direkt dahin. Okay, aber das heißt, wir kommen jetzt immer direkt nach oben. Boah, Leute, das ist so unglaublich nice. Das ist so cool. Ja, also viel besser hätte der Tag ja gar nicht laufen können, ne? Hammermäßig, hammermäßig. Oh, ist das schön. So, ich werde das Essen mal hier einlagern. Den Rest nehme ich mit nach Hause. Wir gehen jetzt erstmal zurück auf die Main-Insel. Hauptsache, ich habe jetzt ein vampirisches Schwert. Also ich denke mal, vampirisch ist wahrscheinlich, da klaue ich Leben mit, hätte ich jetzt mal so gesagt. So typisch, wie das in Rollenspielen eben so ist, ne? Also, vampirisch heißt ja meistens, dass man so Lebensenergie klaut. Ich weiß gar nicht, also ich kann das immer noch kaum in Worte fassen, wie cool das einfach nur ist, was es hier alles zu entdecken gibt. Also... Das ist so Hammer, wie kreativ der Typ einfach war, der das Spiel gemacht hat.
Also ich finde das absolut beeindruckend. Und vor allen Dingen, wir haben ja noch nicht alles gesehen, vermutlich. Moi, 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 moi. Jo, okay, dann lagern wir mal alles ein. Schaut mal unten, die Preiselbeeren sind tatsächlich auch schon ausgewachsen. Heißt, wir können morgen wirklich ernten. Oh, hallo Andi. Aber wie wird denn das Wetter morgen? Es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Und auf der Ingwerinsel wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Na dann, ab ins Bettchen. Ja, liebe Leute, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.